So, auf geht's aus der Spreeliga Mecklenburger SV gegen den Berliner TSC 2. Ja, das erste Tor. Madeleine Henselmann mit dem ersten Treffer hier im Spiel für die Gäste aus Berlin. Und für, die Expertenmeinung im Handballsport habe ich mir einen richtigen Trainer zugeholt. Steffen, schön, dass du wieder damit dabei bist und dieses Spiel mit begleitest. Und ja, du kennst ja beide Mannschaften doch recht gut. Naja, nee, doch nicht so. Aber du bist ja ein wenig mehr verbunden mit dem Handballsport, als wir es noch sind. Auch den Mecklenburger SV haben wir aber schon gesehen die Saison und Kaminski scheitert mit dem ersten Sprungwurf. Ja, ist richtig. Wir haben ja, ist noch nicht allzu lange her, dass unsere erste Damenmannschaft gegen die Mecklenburger SV gespielt hat und im Derby sie auch das knapp für sich entscheiden konnte. Und der Berliner TSV heute mit der zweiten Vertretung. Letztes Jahr hatten wir es noch mit der ersten Vertretung in der Regionalliga zu tun. Mal gucken, was diese Mannschaft heute aufbieten kann. Ja, man hat so den Eindruck momentan in der Liga, als wenn drei Mannschaften, darunter Grün-Weiß-Schwerin, Friedenau und die Frankfurter HC2 sich da oben etwas absetzen könnten. Passives Spiel angezeigt gewesen und dann der schnelle Abschluss von Christine Wichert. Und auch da der zu schnell genommene Abwurf von Steffi Bönke. Du wirst doch sehr, sehr viel Nervosität im Spiel. Aber der zweite Treffer bereits von Madeleine Hanselmann. Ja, das Mecklenburger Spiel hauptsächlich natürlich auf halb links Kaminski und auf den Kreis aufgebaut. Und wenn die nicht greifen, dann wird es schwierig. Es ist richtig, dass das Spiel viel über den Kreis läuft bei Dorf Mecklenburg. Hat da natürlich auch eine gute Spielerin, aber jetzt auch auf Außen mit Jenny Oldendorf, eine Spielerin, die von der TSG Wismar auch ein Zweitspielrecht hat, dort eigentlich zum Zweitligakader auch gehört. Also die Mädels haben sich hier auch gut verstärkt. Jana Dirschauer jetzt gerade mit dem Wurf, aber auch da noch die Unsicherheit beim Abschluss. Dorf Mecklenburg hat einen relativ guten Start in die Saison, der Berliner TSG weniger. Mal gucken, ich denke, dass es ein Duell hier auf Augenhöhe wird. Nichtsdestotrotz, du hast es ja schon angesprochen, es sind drei Mannschaften, die vorne weggehen. Klar, die Bundesliga-Reserve von Frankfurt, das muss auch irgendwo so mit sein. Und dass unsere Mannschaft so weit mit da vorne drin steht, das ist auch ja, keine Überraschung. Aber nichtsdestotrotz schon nicht so zu erwarten gewesen, weil sie ja die Spiele auch in der Deutlichkeit gewinnen, die so nicht zu erwarten war. Und eben halt auch eine Rolle in der Liga einnehmen, die schon auf sich hoffen lässt mit dem, was in der Zukunft kommen kann. Aber was man jetzt hier sieht, hier ist, glaube ich, ein entscheidender Nachteil gegenüber vielen anderen Hallen. Das ist das fehlende Haftmittel. Das heißt also, du hast weniger Präzision, du hast weniger Wurfkraft. Auch jetzt hier mit der Fangsicherheit, mit der Passsicherheit, das ist alles so eine Sache. Das ist der Nachteil von der Backe. Und da muss man immer die Gemeinen fragen,
wollen sie keinen attraktiven Handball sehen. Ja, es ist aber in der Ostsee-Spreeliga doch sehr verbreitet. Also gerade im Berliner Raum spielt man scheinbar grundsätzlich ohne. Und da muss man sich in der Ostsee-Spreeliga dran gewöhnen. In der dritten Liga ist es dann verpflichtend. Es ist so, dass der DRB vor der Saison gesagt hat, dass die Hallen nur zugelassen werden, wenn auch das Haftmittel erlaubt ist. Ich sage mal, wenn wir vernünftigen Leistungssport betreiben wollen, dann gehört das mit dazu. Das ist extrem wichtig, um eben das Spiel schnell und interessant gestalten zu wollen. Und hier ist es jetzt einfach so, der Berliner Senat hat gesagt, dass viele Hallen ohne Haftmittel oder fast alle Hallen ohne Haftmittel stattfinden müssen. Es sei denn, es ist eine Bundesliga-Mannschaft wie bei den Männern Füchse Berlin oder die Spreefüchse bei den Frauen. Oder eben halt Berliner TSC 1 in der dritten Liga. Und hier ist es dann jetzt eben halt so, hier versucht man ohne Haftmittel zu spielen. Dadurch fallen weniger Tore, das Spiel wird langsamer und das sieht man ja hier jetzt auch. Wir haben jetzt knapp 5 Minuten gespielt und es steht 0-2 für Berlin. Das haben wir. Wir haben auch schon gesehen, wie wir in Berlin waren bei Profisport 24, da gegen Grünwald-Schwerin. Wie schwierig das ist, ohne Haftmittel zu spielen, gerade wenn man wie Schwerin Haftmittel gewöhnt ist. Und das war hervorragend gehalten von Agnes Schwarz. Und die Chance hier auf 3 Tore wegzuziehen für Berlin. Aber das wiederum gut verteidigt. Ich sag mal so, wenn wir jetzt noch beim Thema Haftmittel sind, ich glaube, das war auch der Vorteil für den Frankfurter HC am zweiten Spieltag, warum sie unsere erste Damenmannschaft knapp schlagen konnten mit einem Tor. Wenn du es im Tag gewohnt bist, das Spiel geht 21-20 aus, das heißt 41 Tore im gesamten Spiel, das wirft unsere Mannschaft in weiten Spielen fast alleine. Also da sieht man eben halt, dass ein deutlicher Indiz dafür ist, wie viel Unterschied das auch machen kann, mit Haftmittel zu spielen. Ja, inwiefern darf eigentlich eine Mannschaft sich dann so quasi auch einen Heimvorteil verschaffen, nicht nur dadurch, dass man vielleicht mit oder ohne Backe spielt, sondern auch, indem man zum Beispiel einen sehr leichten Ball nimmt, weil man damit immer im Training spielt und damit gewöhnt ist. Inwieweit muss der Schiedsrichter darauf achten? Na, sag mal, da gibt es ja gewisse Normen, die ein Ball erfüllen muss. Jetzt gerade das 3-0. Das 3-0, Christiane Wichert. Da kannst du dir keinen großen Vorteil verschaffen, weil ich glaube, Bälle, das ist mit das Wichtigste oder das Wichtigste überhaupt am Spiel, wenn du mit dem Ball kein gewisses Gefühl hast. Und da sind aber die meisten Mannschaften gleich, die haben immer, weil Ballhersteller relativ weit in eine Richtung gehen und dann auch jede Mannschaft mit denen arbeitet. Also da glaube ich nicht, dass es ein großer Vorteil ist. 7 Meter Abwehr durch den Kreis, wobei die Aktion für mich vor dem Kreis begonnen hat. Das ist aber eben jetzt hier mit der Kreisläuferin, die natürlich relativ schwer zu halten ist. Wollen wir mal gucken, ob Dorf Mecklenburg jetzt nach den 7 Minuten das erste Tor erzielen kann. Ja, Annika Kaminski, eine sichere Schützin eigentlich. Und auch sie scheitert an Agnes Schwarz. Uiuiui. 7 Minuten kein Tor, das ist ein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis nicht, es ist nur unpassend, dass man jetzt eben halt nicht dort richtig ins Spiel kommt. Gerade jetzt auf den freien Wurf, das Leichttor angeblich ja auch nicht machen kann. Im Handball passiert viel. Es sind jetzt noch 53 Minuten zu spielen, 52,5. 3 Tore hinten, klar, es ist hier auch das Zeichen, dass es nicht torreich werden wird. Wir werden sehen, wie Dorf Mecklenburg sich von dem schwachen Start erholen kann. Der war jetzt aber ebenfalls auch gut gehalten auf Dorf Mecklenburger Seite. Sarah Stellner. Und jetzt gibt es den Freiwurf für Dorf Mecklenburg. Da sind noch einige Berliner hier, habe ich den Eindruck. Ja, der Berliner TSC ist dafür bekannt, dass sie auch die zweite Mannschaft gut unterstützen. Sind letztes Jahr Berlin-Meister geworden. Die Leute, die unterstützen nicht nur die erste Damenmannschaft, im Forum stand manchmal auch, dass die zweite sogar mehr Unterstützung hat als die erste, weil sie natürlich auch vielleicht ein bisschen erfolgreicher spielen als die erste, weil die erste hat in der dritten Liga sehr, sehr schwer. Es sind viele Leute, die Mannschaft auch auswärts mit begleiten. Das ist das Schöne, wenn man so zusammenhält. Ja. Und jetzt Annika Kaminski gar nicht hochgesprungen, sondern einfach aus dem Lauf den Ball in die lange Ecke und dann mit ein bisschen Glück mit dem Innenpfosten 3-1. Und aber wieder das gleiche Tor, leichte Tor, Christiane Wichert, 1-4. Da stellen sie sich ein bisschen glatt an hinten, das Umschalten funktioniert nicht gut nach dem Tor. Ja, das Umkehrverhalten war wenig,
wenig effektiv, langsam nach hinten gearbeitet. Das hat man auch bei der Torschützin gesehen, die einfach dann auch zurückgetrabt ist. Bei der Kreisläuferin, die mit im Deckungszentrum verteidigt, die auch relativ lange dann eben halt braucht, um zurückzuarbeiten. Berlin kommt nicht mal mit hohem Tempo, aber eben halt mit Tempo hin und macht dann das Tor. Wobei das Tor eben auch von Mecklenburger Seite relativ einfach war. Das war natürlich ein schönes Tor vom Kreis, schön rübergehoben. Muss der Torwart da eigentlich im Tor bleiben, damit genau sowas nicht passiert? Nee, das glaube ich weniger, dass das jetzt ein Torwartfehler war. Da musst du spekulieren, da musst du eigentlich auf den Kreisläufer rausgehen, weil in 99% der Fällen wirft der Kreisläufer selten einen Heber. Und dann musst du dem Gegenspieler entgegenarbeiten, als Torhüter hat sie richtig gemacht. Aber es ist ihm, man hat eben gesehen, dass es sehr, sehr schwer ist, so einen Kreisläufer dann doch zu halten, die dann eben halt, Massevorteile mitbringt. Und wieder schlecht gefangen von Judith Reeves. Und da sind sie wieder nicht schnell genug zurück und der Berliner TSC, der nutzt das. Christine Sengelebe, das 2:5. Und die Frage wäre für mich nach 10 Minuten, nach dem Spielverlauf, wäre eine Auszeit angebracht. Kaminski mit ihrem zweiten Treffer, um eben die Mannschaft ein wenig aufzuwecken. Nein, du brauchst keine Auszeit. Jetzt in dem frühen Moment solltest du noch keine nehmen. Die Mannschaft hat jetzt ein Spiel gefunden nach 0-2 Rückstand, 0-3 Rückstand, jetzt eben Teil 3-5 verkürzt Stück für Stück. Das wird sicherlich noch einen Moment dauern, bis sie in Führung gehen sollten oder so, oder bis sie überhaupt dran kommen. Aber du musst eben halt noch keine Auszeit nehmen. Die kannst du dir aufsparen, kannst durch einzelne taktische Wechsel eben halt noch mal ein bisschen was erreichen. Doppeldribbling jetzt hier auf Berliner TSC-Seite. Und wie man sieht, jetzt hat man die Möglichkeit, auf den Anschlusstreffer heranzukommen. Also ist eine Auszeit unnötig. Da kann man auch schon mal einen Schirmer voll für geben. Ja, das können wir noch nachreichen. Mecklenburg Nummer 5, Katrin Feld noch mit der gelben Karte. Bestraft eben bei dem Angriff. Wollen wir noch nachreichen. Und wieder Kaminski. Diesmal rücken sie früh raus und haben den Ball. Da sind sie ein wenig uneinig und dann doch noch gut durchgespielt. Und das Tor wieder für Berlin, Lena Klaus. Man hat jetzt gesehen auf der Abwehrseite bei Berlin, wie das Mittel ist. Rechtzeitiges Raustreten, eine klare Absprache, wer ist beim Kreisläufer, wer geht auf die Halbposition raus, dass dieses Druckverhältnis oder diese Unstimmigkeit nicht entstehen kann.